Ein Ärgernis sei dieses Buch, eine Beleidigung, ein Vergehen. So stand es kürzlich in der Süddeutschen Zeitung. Und auch andere Literaturkritiker empören sich gerade über Stella, den neuen Roman des Spiegelreporters Takis Würger. Kitsch werfen sie ihm vor, was allein nicht so schlimm wäre. Buchhandlungen sind schließlich voll mit Kitsch. Aber Würgers Roman handelt von der Nazizeit, von Judenverfolgung. Ein Thema, mit dem man bekanntlich nicht spielt. Die reale Geschichte einer Jüdin, die Juden an die Nazis verriet, erzählt als Love Story, in der sich Fiktion und Reales vermischen. Das ist für einige einfach zu viel des Schlechten. Man nannte sie blondes Gift, Stella Goldschlag, schön und skrupellos. Sie spürte untergetauchte Juden in Berlin auf und übergab sie der Gestapo, obwohl sie genau wusste, was dann folgte. Die Deportation ins KZ. Dabei war sie selbst Jüdin. Diese Frau hatte zwei Seiten und das hat sie für mich als Autor so faszinierend gemacht, weil sie hatte einmal diese Weichheit, also die muss auch ganz liebevoll gewesen sein in manchen Aspekten und sehr zugeneigt dem Leben und Männern vor allen Dingen. Und sie war lebensfroh und hat Musik gemacht und gleichzeitig war sie auch ein Monster. Gleichzeitig hat sie Jagd auf Menschen gemacht. Und dass sie diese zwei Dinge, also dieses Böse, diesen Terror der Nazi-Zeit und dieses Leichte und Schöne in einer Person vereint, hat mich fasziniert. Wie konnte es dazu kommen? Stella ist mit ihren Eltern untergetaucht, lebt in einem Versteck, so wie einige tausend Berliner Juden. Doch die Gestapo spürt sie auf, foltert und erpresst sie. Wenn sie nicht Juden jagt, werden ihre Eltern deportiert. Aus der wahren Geschichte hat Takis Würger einen packenden Roman gemacht und in den Originalakten recherchiert. Stella Goldschlags Verbrechen sind gut dokumentiert. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ihr der Prozess gemacht. Zeugenaussagen, Protokolle, Gerichtsakten und Selbstauskünfte Stellas. All das liegt im Landesarchiv Berlin. Es gibt einen Aspekt an Stellas Arbeit für die Gestapo, der mich hat erschauern lassen, nämlich die Einsicht, dass sie auch weiter auf Menschenjagd gegangen ist, nachdem ihre Eltern längst deportiert waren. Und das wirft die Frage auf, warum hat sie das getan? Und es ist, aus diesen Akten geht hervor, dass sie 1944 in einem schwarzen Mantel der Gestapo mit Revolver am Gürtel durch Berlin gelaufen ist und Juden gejagt hat. Und wir wissen es nicht, aber es lässt natürlich vermuten, dass sie sich berauscht hat an dieser Macht. Vom Leben im Untergrund erzählt auch der Film Die Unsichtbaren. Manche Juden trauten sich trotz der Gefahr mal ins Kino oder Café. Das wusste Stella. Sie lauerte ihren Opfern auf. Ellen Lewinsky, bist du's? Deswegen war sie gefürchtet. Wer war das? Takis Würger erzählt in seinem Roman Stellas Geschichte aus der Perspektive einer fiktiven Figur. Der reiche Schweizer Friedrich, der mit den Nazis nichts am Hut hat. Er verliebt sich in die schöne Blonde, die sich ihm als Christine vorstellt. Im besten Hotel Berlins bietet er ihr zwischen Bombenkrieg und Naziterror ein Luxusleben. Von ihrer wahren Identität weiß er nichts. Was ihn irritiert, wie antisemitisch seine Geliebte ist. Stella hat sich nicht als Jüdin gesehen. Stella kannte die Gebete nicht, Stella ist nie in die Synagoge gegangen und hat im Gegenteil, hat nach allem, was man weiß, verächtlich auf die sogenannten Ostjuden geguckt, also die damals im Scheunenviertel gewohnt haben, orthodoxe Juden, die Menschen irgendwie in den schwarzen Klamotten und den hohen Hüten und die Frau mit den Perücken und die Jiddisch gesprochen haben. Das galt alles irgendwie als unfein in dem Milieu von Stella Goldschlag. Hitler hat mich zur Jüdin gemacht, sagt Stella im Buch. Der Roman erzählt ganz unmittelbar und plastisch, wie eine junge Frau um jeden Preis leben will, ohne Stellas Verbrechen zu beschönigen. Die Liebesgeschichte liest sich manchmal etwas kitschig, aber der naive Blick Friedrichs erfüllt einen Zweck. Durch ihn wirkt Stella menschlich und sympathisch.
Und das macht dieses Buch so lesenswert. Es zeigt, ohne zu werten, aber mit Haltung, dass in jedem moralischen Monster immer auch ein Mensch steckt und umkreist die Frage, wie das möglich ist. Wie kann man so viel Schuld auf sich laden, wenn man eigentlich etwas Gutes tun will, nämlich die eigenen Eltern retten? Und wie kann man damit leben? Ich habe da auch durch das Schreiben leider nicht so richtig eine Antwort drauf gefunden oder vielleicht auch zum Glück. Wir wissen nicht, wie Krieg riecht und was es bedeutet, vor Fragen gestellt zu werden, wie die Fragen, vor denen die Menschen damals standen. Und deswegen finde ich es in manchen Bereichen auch schwierig, so ein moralisches Urteil zu fällen. Stella Goldschlag soll 600 bis 3000 Juden verraten haben. Dafür wurde sie nach dem Krieg zu 10 Jahren Haft verurteilt. Sie konvertierte zum Christentum und nahm sich im Alter von 72 Jahren das Leben. So, vergangene Woche wäre er 90 Jahre alt geworden, der Dramatiker Heiner Müller. 1995 ist er bereits gestorben mit 66 Jahren. Und bis zu diesem Tag hat seine letzte Ehefrau Brigitte Maria Meyer sich und ihren Mann fotografiert. Und zwar in allen Lebens- und Sterbenslagen. Bewegende Polaroid-Fotos sind dabei herausgekommen, die jetzt in einer Berliner Ausstellung zu sehen sind. Ein intimer Blick in das Leben eines Schriftstellers, der die Welt ja immer nüchtern betrachtet hat. Zum Beispiel von seinem Balkon aus, wie ein aufmerksamer Besucher im Menschenzoo. Es ist interessant, auf dem Balkon zu stehen, unten zu sehen, wie zum Beispiel gibt es eine Rasenfläche, eine ziemlich gewaltige Rasenfläche. Und die ist natürlich ganz geometrisch organisiert. Das heißt, die Wege sind so, dass man, wenn man von einem Punkt zum anderen will, einen großen Umweg gehen muss, meistens ein Rechteck. Und es ist völlig logisch, dass die Leute dann sich da Wege austreten auf diesem Rasen. Die sind jetzt inzwischen völlig etabliert. Und das andere, was interessant ist, ist zu beobachten, wie aus dem 14. Stock so Leute unten gehen. Und man kann ziemlich genau berechnen, wohin sie wollen. Und es hat was absolut Zoologisches, dieser Blick. Ich will nicht wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ich will wissen, wie sie abläuft, schrieb Müller über seine Arbeit. Die DDR war für ihn eher Material als kuschelige Behausung und eher Dissident und Nicht-Dissident zugleich. Aus ihr schuf er große Dramen über die Widersprüche der Welt, wie Der Auftrag oder Hamlet-Maschine. Mit der Implosion der DDR ging ihm sein Material abhanden. Er stürzte sich in eine neue Liebe, eine Fotografin aus Bayern, die nichts von dem Ruhm des Dichters ahnte. Die Polaroid-Aufnahmen der beiden voneinander zeigen eine Nähe zu einem Mann, der öffentlich eher mit kühlem Abstand die Dinge zu betrachten pflegte. Bei ihr wollte er bleiben. Dann kam er so strahlend auf mich zu und meinte so, ja, nahm meine Hand und sagte, ich weiß übrigens, dass wir jetzt bis zu meinem Tod zusammenbleiben. Da war ich natürlich so ein bisschen, wusste ich nicht so recht, wie mir geschah. Und so, und andererseits war das aber auch so was, das hat mir so eine Form von Wohlgefühl auch gleichzeitig gegeben. Das ist ganz komisch so. Wenn Brigitte Maria Meyer nach dem sucht, was von Heiner Müller heute zu seinem 90. Geburtstag in Erinnerung ist, dann sind es Bilder der Liebe, der Bedingungslosigkeit, eine fast kindliche Nähe und eben auch die Geburt der gemeinsamen Tochter. Mit 63 wird Müller noch einmal Vater. Seine Tochter ist seine innigste Liebe. Der Mann der Masken ist nackt und sein eigenes Leben wird ihm zum Drama. Ihm bleiben nur noch 2 Jahre für Frau und Kind. Der Schmerz, sein Kind nicht aufwachsen sehen zu können, zerreißt ihn schier. Und das ist ja etwas, das hat einfach stattgefunden. Und dann, das war ja nie so gedacht, dass wir jetzt, was weiß ich, uns extra fotografieren oder so. Man hat das halt gemacht, einfach um, vielleicht auch um diesen Tod, der einfach immer näher kam, über den man auch nicht wirklich so sprechen konnte. Das anders, eben alles, was man nicht erträgt, kann man besser über halt, indem man daraus eine Arbeit macht, ertragen. Ja. So. Ich gehe, mein Kind, meine Tochter, schreibt Müller verzweifelt, als der Krebs ihn fast zerfressen hat.
Aus den Gedichten und den Polaroids hat Brigitte Meier zuerst ein Buch und nun einen Ausstellungsteil für eine große Schau über Tod und Fotografie in der Berliner CO-Galerie zusammengestellt. Die in ihrer Intimität sehr berührenden Tableaus zeigen das Drama des Sterbens, unaufhaltsam und unabänderlich. Was überlebt, ist das letzte Bild. Und der Text. Brigitte Meier hat mit der gemeinsamen Tochter Anna eines von Müllers Werken verfilmt, Anatomie Titus, ein bildgewaltiges, allegorisches Epos über den Niedergang des alten Roms. Müllers apokalyptische Analysen, die Welt als Schlachthaus, sind nicht überholt. Sie erleben sogar gerade eine Renaissance. Es sind historische Stücke. Die haben für mich die Qualität von Shakespeare oder Sophokles. Der reißt einfach die Widersprüche auf, stellt die dahin, liefert keine Antworten, hat keine Antworten und hilft einem jetzt auch nicht irgendwie zu Antworten zu gelangen, sondern er formuliert eben die Fragen. Und das ist der Punkt. Wie erfüllt man einen unbekannten Auftrag? Was kann mein Auftrag sein in dieser wüsten Gegend jenseits der Zivilisation? Der Auftrag in der Inszenierung von Jürgen Kuttner und Tom Kühnel wird demnächst in Berlin zu sehen sein. Mit Corinna Harfuch und Heiner Müller selbst, der den kompletten Text aus dem Off herausliest, in seiner emotionslosen, staccatohaften Sprache, um die Interpretation, das Nachdenken über den Text allein dem Zuschauer zu überlassen. Theater ist Nachdenken bei ihm, nicht Zirkus. Was hat ein Generalsputsch in Paris mit der Befreiung der Sklaven auf Jamaika zu tun, die unser Auftrag ist? Jetzt kannst du sterben, grabt ihn ein. Ich glaube, es gibt wieder ein wachsendes Interesse an Müller, weil es da eben auch nicht beschrieben und nicht formuliert, aber gewissermaßen als Grundbedingung so eine Art Zukunftshorizont gibt, dass etwas anderes möglich ist, dass etwas anderes möglich sein muss. So wie es bleibt, ist es nicht. Wie es bleibt, ist es nicht. Geschichte ist eine Kette von Ursache und Wirkung, schrieb er. Wir sind noch lange nicht am Ende der Geschichte angelangt und werden es auch sicher nie. Für die jüngsten Verwirrungen der Zeit lohnt es, auf seine Texte und seine Widerspruchskonstellationen zurückzugreifen. Anna Müller will demnächst ein Schulbuch über ihren Vater herausbringen. Es ist höchste Zeit, sein Bild wieder aufzufrischen. Herzlichen Glückwunsch einem Unsterblichen. Und das war Neues aus der Kultur. Ihnen noch einen schönen Tag.